So, die Waffe des Glaubens kann hierher und kann hier zuschlagen, oder? Ja, aber sie hat leider nicht genug Punkte, um zuzuschlagen. So. Kebra, du gehst hierher und schlägst dort zu. Oh, leider ein Fehlschlag. So, Zauberwirken. Masseheilendes Wort. Geht hier oben auch? Ja, geht hier oben auch. Fantastisch. Jetzt lohnt sich das mal. So, 4 Stück. Ja, perfekt. So, das war schön. Und du darfst natürlich wieder schießen auf den Kaiser. 25 Punkte hat er noch. Ich hoffe, wenn er tot ist, sterben auch die anderen Gespenster. 17 noch. Nur noch 11. Jetzt wird's interessant. Aber jetzt kommen die leider auch nochmal dran. Und hoffentlich kein nekrotischer Schaden. Doch, schon nekrotisch. Oh, Krea ist sterbend. Aber er heilt nicht. Das ist das Wichtige. Er heilt nicht. Kritischer Fehlschlag. Sehr gut. Und wir können uns schützen. Ja, perfekt. Wir schützen uns. So, zumindest ein Erfolg für den Todeswurf. Nochmal eine legendäre Aktion vom Kaiser. Er verschwindet nach da hinten. Dann müsste eigentlich Benrock hierher laufen, ne? Dann kriegt er aber Passierschläge ab. Mach's trotzdem. Sehr gut. Kritischer Misserfolg und auch Misserfolg. Sehr gut, das hat sich gelohnt. Und jetzt kannst du von hier aus nämlich auf den Kaiser schießen. 11 Punkte hat er nur noch. Achso, er hat immer noch diese anderen. Können wir das irgendwie? Nein, wir haben nicht genug Punkte. Okay. Ja, ist egal, welche Bolzen wir da jetzt verwenden. Es trifft doch mal. Ja, sehr gut. Er ist auf 6. Er ist auf 6 und Aluana, sie ist geschützt. Du kannst doch jetzt hier schießen, ne? Komm, wir schaffen es jetzt. Ach, Aluana trifft nicht. Die Waffe des Glaubens kann aber hier zuschlagen. Es kann sein, dass wir trotzdem noch gegen die kämpfen müssen. Kann sogar sehr gut sein. Aber es kann auch sein, dass sie verschwinden. Sobald der Kaiser tot ist. Na, da können wir nichts machen. Aber du kannst jetzt was machen. Und Daumen drücken, Leute. Daumen drücken. Ja, fantastisch. Steht den Schlüssel, kehrt zu Urka zurück. Aber die anderen sind noch da, ne? Ja, die anderen sind noch da tatsächlich. Die sind nicht verschwunden. Ich hatte gehofft, dass sie verschwinden. Aber sie sind nicht verschwunden. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal Krea heilen. Wir müssen jetzt tatsächlich erstmal Krea heilen. Wir sollten uns auf ein Gespenst einschießen. Das ist dann dieses hier. Wenn wir alle auf dasselbe Gespenst gehen, dann müssten wir das doch hinbekommen, oder? So, die beiden Gespenster sind jetzt dran. Ja, der Kampf ist tatsächlich noch nicht vorbei, auch wenn der Kaiser tot ist. Gelegenheitsangriff ist gut. So, der wollte jetzt hier hoch. Oh, da ist Krea. Und jetzt geht's gegen Aluana. So, wir müssen gegen dieses Skelett alles. Gegen dieses Gespenst. Ich sag immer Skelett, ne? Gut, dann Benrock fängt an. Gegen den hier, ne? Also müssten wir hier hoch. Aber das Problem ist, wenn wir hier hochgehen, kriegen wir einen Gelegenheitsangriff, aber ich mach's trotzdem, weil das ist zu wichtig. Das ist, oh ja, 21 nekrotisch ausgelaugt, das ist sehr schlecht. Aber wir müssen jetzt tatsächlich uns konzentrieren auf einen. Um den so schnell wie möglich kaputt zu machen, damit sich die nicht mehr heilen können. 8, sehr gut, das war richtig gut bei Nook. Und jetzt nochmal. Der ist bei 47. Sehr gut, okay, bei 47. Aluana, Waffe des Glaubens. Ich glaube, Aluana kann am besten jetzt heilen, ne? Krea heilen. Wo haben wir denn heilen? Hier, Wunden heilen. Wunden heilen auf Stufe 4 auf Krea. Ja. Super, sie ist nicht mehr sterben, hat 24 Punkte. Dann wechselst du auch gleich noch die Waffe. Genau. Jetzt ist Kebra dran. Kebra ist da unten, ne? Kebra müsste. Kann sie von hier aus? Wahrscheinlich nicht. Ich probier's mal. Wir gehen mal eins nach oben, nach vorne. Kann sie von hier aus angreifen? Nein. Ja, wir müssten alle eins zurückgehen hier. Dann geht sie mal hier hoch. Ah, dann kriegt sie den Passierschlag auch noch ab. Ah, verdammt.
Aber nicht getroffen. Das war gut. Angriff verfehlt. So, sie müsste dorthin, wo Ibonit jetzt steht, weil Ibonit ja eh einen Fernkampf hat. Hast du irgendwas? Du hast den Schockgriff, ne? Oder den Kältestrahl. Ich glaube, ich mach mal den Kältestrahl auf den Feind. Immerhin haben wir dann, ja, 4 Schaden gemacht. Okay. Und er ist behindert. Er ist bei 33. Sehr gut. Jetzt ist Ibonit dran. Ibonit kann einen Schritt zurückgehen. Und auch 2. Und kann jetzt schießen. Verdammt, das war daneben. Jetzt 6. Okay, er ist auf 23. Das heißt noch gar nichts. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er sich jetzt gleich wieder heilt, wenn er bei Krea Schaden macht. Und das macht er auch, weil sie ja am Boden liegt und sich nicht wehren kann. Okay, sie kriegt jetzt auch Schaden. Aha, 10 Schaden. 19 Schaden und er heilt sich um 10. So, trotzdem haben wir das Gespenst auf 37. Das ist doch nicht schlecht. Zauber wirken, damit er sich nicht mehr heilen kann, machen wir mal diese kalte Hand, ne? Genau, kalte Hand. Immun gegen nekrotisch, verdammt. Na gut. Krea kann sich nicht zurückziehen, dann du haust zu. Wenn wir jetzt gut treffen, dann kann es diese Runde vielleicht schon mit diesem Gespenst zu Ende sein. 32 Punkte hat er. 28 Punkte. Und nochmal ein Angriff. Komm. Sehr gut. 26. Dann Aluana. Waffe des Glaubens. 7. Er ist auf 19. Sehr gut. Und dann dein eigener Angriff. Ja, machen wir. Waren auch nochmal 3. Er ist auf 16. Sehr gut. So, Kepra müsste jetzt eigentlich hier rüberkommen. Kann sie nicht. Achso, sie kommt hier nicht dran vorbei. Sie kommt an der Fackel nicht vorbei. Okay, dann machen wir das Ganze mit einem Zauber. Nämlich nochmal mit einem... Die Frage ist Schockgriff. Berührungsschaden. Okay, Berührungsschaden ist Nahkampf. Also müssen wir da nochmal den hier machen. Dann geht er auf 13. So, und jetzt die Frage. Schafft es Ibonit? Wahrscheinlich nicht. Das ist doch ein bisschen viel. 13 Schadenspunkte. Und er trifft nicht mal. Aber wenn wir jetzt Glück haben, schaffen wir es nächste Runde. Krea wird aber wahrscheinlich wieder sterben. Okay, er ist auf 6. Er ist auf 6 und jetzt wird Krea sterben wahrscheinlich. Und er heilt sich. Nein, er trifft nicht. Fantastisch. Und er geht gegen Aluana. Okay. Und er heilt sich, aber das ist uns egal. Er ist ja eh auf voller Pulle. Sehr gut. Dann Krea, du darfst gleich mal dich selber heilen, oder? Hast du die Möglichkeit, dich selber zu heilen? Hast du vielleicht einen Heiltrank sogar dabei? Ja. Ach, warte mal, wir haben ja hier noch Siegelring der Nekromantie. Wir haben ja hier noch verschiedene andere Möglichkeiten. Siegelring der Bannmagie. Magie bannen, Vampirgriff, aber Vampirgriff wird nicht helfen. Aber ich mach's trotzdem mal, oder? Nee, obwohl. Nee, das machen wir mal lieber nicht. Vielleicht brauchen wir das später noch. Wir könnten einfach so zuschlagen, aber ich glaube, ich mache dann mal hier den Feuerpfeil kommen. Ach, daneben auch noch. Krass. Na gut, dann Benruk schlägt zu. 3 Punkte, er ist bei 3 und nochmal, komm. Ja, das war's. Das eine Gespenst haben wir, das heißt, wir können uns aufs andere konzentrieren. Und ich glaube sogar, Benno kann von hier aus... Nein, kann er nicht. Schade. Gut. Da muss ich Aluana zurückziehen, damit wir das Gespenst hier nach vorne locken. Pass mal auf. Wo haben wir denn hier Rückzug? Aluana, du ziehst dich zurück, und zwar nach da. Oder nach da. Ja, sonst locken wir ihn nicht... Sonst locken wir ihn nicht ausreichend. Du gehst dorthin. Da kann sie nämlich auch gleich in den Kampf eintreten. So, das ist doch gut. Und wie sie genau jetzt schießt, ob sie da mit ihrer Armbrust oder so, das ist doch egal. So, du gehst dorthin. Und du kannst auch dorthin gehen, ne? Wenn ich hätte ihn am liebsten hier. Deswegen gehst du mal hierher. Und machst auch wieder den Kältestrahl. Problem ist, er wird dort nicht hinkommen, ne? Er wird dort nicht hinkommen, wahrscheinlich.
Weil er hier hingehen wird und Benruk und Kriya angreifen wird. Also beziehungsweise wahrscheinlich wird er Kriya angreifen und sie ist jetzt erstmal nicht dran. Aber gut. Das war gut, erst bei 50. Er wird sich jetzt aber die Lebenspunkte von Kriya holen. Ne, Benruk tatsächlich, okay. Und ein Fehlschlag. Sehr gut, ein Fehlschlag. Sehr gut, ein Fehlschlag. Dann Kriya macht einen Rückzug hierher. Benruk kann zuschlagen. Nochmal. Das ist auch keine schlechte Position. Da können wir ihn auch ganz gut einkreisen. 5 immerhin. Immerhin 5. Dann Aluana. Du könntest hierher gehen oder hierher gehen. Oder hierher gehen. Aluana geht mal hierher. Die Waffe des Glaubens ist verschwunden, ne? Ja, die Waffe des Glaubens ist jetzt weg. Ist aber nicht so schlimm. Wir schaffen das jetzt. 2. Du gehst auch nochmal einen Schritt vor und schlägst zu. Ich glaube, deine Waffe war ganz gut geeignet, ne? Ja, wenn du treffen würdest, natürlich. Zauber haben wir keine mehr. Ist alles aufgebraucht. Aber wir müssen ja nur noch diesen Kampf bestehen. Wenn wir diesen Kampf bestehen, können wir uns wieder heilen. Also können wir zurück ins Lager der Orks. Okay, er ist auf 31. Das kriegen wir jetzt hin. Das kriegen wir jetzt hin. Ja, vor allem wenn hier ein Fehlschlag kommt, dann kriegen wir das besonders gut hin. Kriya. Ich glaube, gegen Feuer waren die sowieso immun, aber naja. Ja, waren sie immun, aber immerhin 2. 29. 22. Ja, 16. Und nochmal ein Bonusangriff. Nochmal 3. 13. Das kann es diese Runde schon sein, tatsächlich. Wenn Aluana und Kepra jetzt gut treffen. Ja, er geht auf 10. Kepra, du musst jetzt auch mal treffen, bitte. Auch nochmal 3. Ja, und Imonit macht jetzt den Rest. Das schaut doch gut aus. Ja, ein Punkt hat er nur noch. Oh ne, er hat schon wieder keine Pfeile mehr. Die geht immer so schnell aus, die Pfeile. So, jetzt komm. Jawohl, das war's. Fantastisch. 2375 Punkte bekommen wir dafür. Ja, das war auch ein harter Kampf. Das war auch ein harter Kampf. Und mal ganz kurz reingucken. Damit sind wir schon sehr weit auf Stufe 8 und brauchen noch 4807 Punkte, um Stufe 9 zu erreichen. So, kann uns irgendjemand heilen? Kannst du noch heilen? Ne, nur Beistand. Und Verschonung der Toten. Hast du noch die Möglichkeit zu heilen? Masseheilendes Wort. Ja, machen wir das doch mal auf alle. Sind alle bedürftig, ne? Kepra geht nicht. Ah, Kepra ist voll tatsächlich. Okay. Imonit ist auch voll. Na, dann machen wir nur die 3. So, sonst noch irgendwie hier, oder? Heilendes Wort auf Kriya. Dann ist sie auf 21. Immerhin, okay. So, was gibt's denn hier? Schönes. Gibt's hier was Schönes? Magnesium und Pfeile. Naja, das sind die Pfeile, die wir verschossen haben wahrscheinlich. Haben wir da drüben auch jemanden getötet? War das der Kaiser? Das war der Kaiser, ne? Was hat denn der fallen gelassen? Ui, ein Blutrubin. Ein Blutrubin. Haben wir den nicht gebraucht, um irgendwas herzustellen zu können? Das können wir uns dann gleich nochmal angucken. Und das war's. Das war's. Na, hier gibt es sonst nichts. Hier gibt es sonst nichts. Wir könnten jetzt da durchgehen, aber das machen wir nicht. Sondern wir gehen zurück zu den Orks. Ich habe zu Urka zurück, ja. Oh nein, da draußen warten noch zwei. Ach nee, das sind ja unsere Freunde. Hoffentlich, oder? Urka. Ja. I must say, I am impressed. You followed us. So you don't have to bring the key back to me. You really want that key, don't you? Actually, I wanted the ghost to weaken you. Make Ach, it du easier meine Güte. To take that crown from you. Ach du meine Güte. Ein Hinterhalt.
Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Und Sorax sind auch noch dabei. Ja, das werden wir nicht schaffen. Das werden wir nicht schaffen, wahrscheinlich, Leute. Das werden wir nicht schaffen. Und ich glaube, den Kampf mache ich auch nicht mehr in dieser Aufnahme. Das machen wir in der nächsten Aufnahme. Wir schauen uns nochmal ganz kurz an. Wir haben zwei Sorax, zwei Orks, zwei Sorax und noch Urka. Ja. Wir sind geschwächt. Ja, wir sind geschwächt. Unsere Zauber sind verbraucht. Wir werden diesen Kampf so nicht schaffen. Und wir hatten nicht die Chance, uns zu heilen. Das ist das bisschen das Problem an der ganzen Geschichte. Also, wir konnten unsere Zauber nicht auffüllen. Ja. Aber das Ganze werden wir dann in der nächsten Aufnahme herausfinden, ob wir es schaffen oder nicht und wie dann die Geschichte weitergehen wird und ob wir dann vielleicht einen vorherigen Speicherpunkt wählen müssen, um uns vielleicht doch nochmal in einer kurzen Rast zu heilen, zumindest um ein bisschen Zauber wiederherzustellen. Naja, wir werden es rausfinden, Leute. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Bis gleich! Willkommen zurück bei Solasta, Crown of the Magister. Und wir sind in ziemlichen Trouble. Denn wir wurden überrascht von Urka, für den wir eigentlich hier drin waren, um einen bestimmten Ring von dem Kaiser hier zu holen. Und das war ein ziemlich herausfordernder Kampf, sodass wir verletzt sind. Schaut mal, Krea ist verletzt. Also von den Lebenspunkten her sind zumindest Krea und Benruk die am stärksten verletzt sind. Und wir haben auch viele Zauber natürlich schon verbraucht. Ganz klar. Ist die Frage, ob wir das schaffen, hier jetzt diese Gegnerhorden zu besiegen. Drei Orks, also Urka und zwei Orks, da unten noch einige Sorax und auch ein Sorak, eine Sorak hat Abscheulichkeit, ein Riese. Wir probieren es mal, wenn nicht, müssen wir ein bisschen früher einen Speicherstand laden und dann vielleicht noch eine kurze Rast einlegen. Und uns dann diesen Kampf stellen. Also. Sie ist dran und ich denke mal, wir können direkt mal einen Feuerball erwirken, oder? Elementare beschwören wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Aber jetzt erstmal einen Feuerball hierher. Der müsste dann diese Gegner treffen und ich. Die unter ihm sind, nicht, nein. Weil die anderen sind ja unter dem Ding. Aber die sollten getroffen werden. Und das machen wir jetzt auch. Super, da haben wir 13 Feuer, oh doch, die Sorak hat Assassinen auch. Schauen wir uns das Ganze mal an, ich glaube, das war sehr erfolgreich. Also, 26 Feuer für den Ork, der Ork ist tot. 26 Feuer für den anderen Ork, der Ork ist tot. Urka, auch 26 Feuer, er ist noch nicht tot natürlich, das wäre sonst nicht besonders spannend, wenn er schon von einem Ding tot wäre. Aber auch die Sorak hat Assassinen unten haben auch jeweils 13 Feuer bekommen. Wo sind die? Die sind hier. Das heißt, die sind auch schon auf 32 von 45. Das war doch sehr erfolgreich, muss ich sagen. Und Krea kann sich jetzt sogar zurückziehen aus dem Kampf. Sie geht mal hier hinter, weil sie ist ja geschwächt. Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass hier einer steht. Das war ein Fehler. Hier steht auch noch ein Saboteur. Der ist hier oben nicht aufgelistet. Das habe ich nicht gesehen. Mist, okay. Gut, wir haben hier genug Licht. Wir sollten auch hier bleiben, was den Kampf angeht. Was haben wir denn hier? Er ist ausgelaugt. Und die sind Apostel der Dunkelheit, sind stärker und regenerieren sich im dämmerigen Licht und mit zunehmender Dunkelheit. Hier sollten wir also darauf achten, dass wir immer schön Licht haben. Was ist hier los? Entscheidender Charakter, richtig. Und auch ausgelaugt. Na gut. So, der macht sich unsichtbar, der Assassine, und wird dann wahrscheinlich Benruk angreifen, schätze ich mal. Und das ist schlecht. Und der regeneriert sich auch und macht sich auch unsichtbar für einen Schattenmord. Das könnte Benruk wirklich sehr, sehr stark in Probleme bringen. Aber er weiß es ja nicht. Er hat es ja gar nicht gesehen und greift jetzt erstmal hier diesen Sorakat an. Und wenn wir jetzt Glück haben, dann haben wir ihn schon getötet. Jawohl, Benruk, du bist der Beste. Und dann gehen wir gleich mal hier rüber zu ihm, zu Ursa, und greifen dort weiter an. Urka. Ah, das klappt nicht so leicht. Da schlagen wir leider daneben. So, Ibonit setzt hier das Zeichen des Jägers auf Urka und schießt. 8? Nee, mehr. 14. Und gleich nochmal. 12 hat er noch. Leider daneben. Schade. Kritischer Fehlschlag.
Wir können uns noch ein bisschen bewegen und das finde ich eigentlich auch nicht schlecht, wenn sich Ebonit ein bisschen bewegt. Wir stellen uns mal hier hin. Ja, weil von dort aus können wir auch wunderbar schießen. So.